Kasperle schießen. La 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 la. Ich rette ja schon so schnell ich kann. Mal ganz kurz, bevor die... Die verschwinden ja nicht, aber trotzdem. Alter, jetzt lenkt doch mal... Ach ja, so, der alte Musketenmann ist weg und wir haben wieder ein bisschen Erfahrung gesammelt, keine Bonuserfahrung zwar, aber immerhin. Und jetzt müssen wir uns, glaube ich, von Raum zu Raum tölpeln und die ganzen Leute je nach Farbe mal ausschalten. Seufzt, was kommt hier? Quiet! Alter, lass mich in Ruhe, ich kann gerade nicht weglaufen. Boah, alter Box. Was, der lebt immer noch? So, Mann, das gibt's doch gar nicht. Die Zauberer dürften nicht boxen dürfen. So, hier, nimm. Das einfach mal. Was haben wir denn in der Kiste? Universal-Gesundheitstrank. Ich glaube, den können wir hier auch brauchen. Für die hartnäckigeren Verletzungen wie Belverin-Bisse und Schwertwunden-Qualität zahlt sich einfach aus. Ein Leckerli kriegen wir auch noch für den Hund. Diese zarten, saftigen Stückchen sind von einer exquisiten Würze, die zu fein für menschliche Gaumen ist. Noch ein Leckerli. Können wir später mal irgendwelchen Frauen schenken. Was ist denn da hinten für ein Viech? Schattenkultist. Aufhören! Aufhören! Ich ertrage es nicht mehr. Tötet den Eindringling. Nein! Ich bin dagegen! Alter, du nicht. So, schnell weg, schnell weg, schnell weg, schnell weg. Jetzt mach doch mal, Alter, mach doch mal Feuer. Du. Ah, zn. Noch mal Feuer, los. So, die nehme ich auch noch mit. Alter, hör auf, mich zu treffen! Die lassen sich natürlich nicht beirren. Alter, ich habe gesagt, hör auf, mich zu treffen. Hier können sie mich eigentlich gar nicht treffen. Heiltrank ist noch zu früh, ne? Mach ich gleich. Scheiße, ich komme noch gar nicht hoch, wie ich dachte. Halt, jetzt geh doch mal richtig, Alter, jetzt. Was macht ihr denn da? Wenigstens treffen wir den. Ich sehe den zwar nicht, aber ich treffe den. So, das war Nummer 1. Jetzt nicht der, da oben, Mann. So. Und ich fürchte, wir müssen gleich ein bisschen Fersengeld geben. Nun, dann wollen wir mal... Ach! Ach! Ich dachte, die wären jetzt mega hart! Schnauze!
Ihr habt mich gerettet. Danke. Halt! Was geschieht? Weiß ich nicht. Kommt Farbe? Ja! Ja! Geschafft! Seht euch die Farben an! Ihr habt uns gerettet! Ja! Endlich finden wir Frieden! Die Schneekugel. Ihr habt den Fluch des Schneekugeldorfes gebannt, seine Welt in neuen Farben erstrahlen lassen und die gequälten Geister befreit. Ansehenspunkte 150. Inhalt wird gespeichert. Ach, schön. Ansehen 150. Jetzt ist natürlich die Frage, gibt es hier Menschen? Kehrt zu Morgo zurück? Es wäre schön, wenn die Menschen jetzt nicht einfach verschwunden wären, sondern tatsächlich hier in dieser Schneekugel hausen und wir immer mal wieder dorthin zurückkehren könnten. Huch. Bettlerring. Der Ring sieht zunächst hübsch aus, zersetzt aber den Finger des Trägers. So, der Hund ist am Schnüffeln. Es sieht nicht aus, als würde hier jemand wohnen. Schlafen heilt eure Wunden und eignet sich gut dazu, Zeit verstreichen zu lassen. Ich habe keine Zeit, um Zeit verstreichen zu lassen. So, hier können wir auch noch suchen. Rostige Halskette. Die Gerüchte darüber, dass Leuten nach Tragen dieses billigen Schmucks der Kopf abfiel, sind größtenteils unbestätigt. Hier noch irgendwas? Bettlerbluse. Dieses schmutzige und schlecht sitzende Ding verursacht vermutlich Ausschlag. So, aber leider können wir uns ja momentan eh noch nichts Besseres leisten. So, hier waren wir schon. Es gibt noch ein paar Truhen, die wir jetzt ausplündern können. Ich weiß natürlich nicht mehr, wo die waren. Eine war im Brunnen, das habe ich mir gemerkt. Wie kommen wir denn hier rein eigentlich? Die ist grün. So, die Tür brennt, aber hier muss man, glaube ich, irgendwas einfügen. Irgendein Siegel, was wir natürlich nicht haben. Alter, die Sonne hier. Sie nischt. Am Strand können wir nach Kisten suchen. Ich will den Heiltrank nicht einwerfen. Ach, ist schon schön hier. Und die Einwohner finden ihren Frieden. Ich glaube, rot heißt, wir kommen da nicht wirklich rein. Sicher bin ich mir natürlich nicht. Da waren wir jetzt schon im linken. Ne, es sind nur drei Häuser hier. Da stehen ein paar Blümchen. Huch. Na. So, wo können wir denn jetzt hier hin? Ich bin sehr gespannt. Da laufen wir wieder zur Schule, wie es aussieht. Und hinter der Schule bei der Statue stand, glaube ich, auch noch eine Truhe, die wir nur öffnen konnten. Das hier ist nicht die Statue, das sieht aus wie ein Katzenhäuschen. Da ist die Truhe. So. Was haben wir denn da herinnen? Färbemittel Leserattenblutrot. Bitte was? Die passende Farbe für Akademiker, Bücherwürmer und unbelesene Angeber, die dicke Wälzer kaufen, um ihre Gäste zu beeindrucken. Oh. Haben wir also ein Färbemittel gefunden? Jetzt wollte ich gerade den Hund loben, aber der haut dann immer ab. Der geht immer wieder weg. Ich darf die Schätze nicht gleich öffnen. Ich muss den Hund die erstmal entdecken lassen, glaube ich, damit er mehr Schätze findet. Hoffe ich. Und hier sind nun keine Kinder mehr. Die Frage ist jetzt, sind die denn alle tot? Wir haben alle gerettet, aber heißt das, wir haben... Oh, Skelette. Heißt das denn, wir haben die jetzt...
von ihrem Leiden erlöst? Oder wie soll ich das verstehen? So, von da oben kommen wir. Dann gehen wir hier mal ringsrum. In den Brunnen müssen wir auch nochmal rein. Da war auch noch eine Kiste. Wenn wir da jetzt nur ein Färbemittel finden, ist natürlich auch blöd. Wenn ich das noch wüsste, wo der Brunnen war. Da komme ich natürlich nicht runter. Das war natürlich ein super Plan. So, ich laufe wieder zurück. Wo war der Brunnen? Da drin war, glaube ich, nichts mehr, ne? Schattenhof? War da noch irgendwas? Ich will jetzt ja keine Kiste zurücklassen. Ihr wisst ja, wie es ist. In RPGs am besten immer. Hä? Wo kommen die denn jetzt wieder her? Das gibt's ja gar nicht. Das heißt, wir können ja unten noch ein bisschen XP sammeln, wie es aussieht. Ich dachte, wir hätten alles bereinigt. Na los, stirb schon, du Elender! Ich glaube, mit dem Schwert bin ich einfach besser als mit der Magie. Da geht's noch hoch. Nichts. Ein großes schwarzes Nichts. Na, das hat sich ja super gelohnt. Dann gehe ich mal kurz da unten runter. Hier waren, glaube ich, immer die Zwischenstopps, ne? Hier grüner Raum. So, 4000 Erfahrungen haben wir wieder. Wir können natürlich wieder ein bisschen hochleveln. Irgendwas, ich glaube, ich guck mal ganz kurz. Ah, jetzt kann ich wieder nicht. Weil da unten steht, nimm einen Heiltrank. Ich will keinen Heiltrank nehmen, Junge. Alter Finne, da kriege ich langsam hier mit meiner Joypad-Hand, Alter. Gamepad, früher hieß das ja Joypad, jetzt erst dieses Joystick, dann dieses Joypad, jetzt heißt es Gamepad. Da kriege ich ja langsam echt einen Muskel, wenn ich da dauernd drauf haue. Da oben geht's weiter, wie es aussieht. Ach, jetzt sind wir wieder hier in dieser Halle. Aber da oben kommen wir nicht hin zu diesem Gitter, ne? Irgendwie von der anderen Seite vielleicht? Und wir müssen den Brunnen nochmal suchen. So, hier ist der blaue Raum. Ich weiß gar nicht, wie das alles beleuchtet wird. Ich weiß auch gar nicht, wer die Strompreise zahlt, die Stromrechnung.
Das ist ja alles dauerbeleuchtet hier auch. Kannst du auch gut eine Disco reinbauen. Hier so ein Club oder so. Ich gehe mal da lang. Ach, ich glaube hier. Ah, und eine Kiste. Du bist ein Guter. Jetzt würde ich dich gerne belohnen. Aber es geht wie immer nicht, weil dann dieser scheiß Heiltrank angezeigt wird. Jetzt kann ich dich belohnen. Du bist ein Guter. Hast du schön gemacht. So. Jetzt aber erstmal den Schatz. So, was gibt? Färbemittel Fluchgrau. Von Leuten mit einem sonnigen, optimistischen Gemüt wird dieser Farbton meist gemieden. Dieses Grau nährt Erinnerungen an trübe Novembertage und deprimiert jeden, der es sieht. Ja, das möchte ich direkt anziehen. Hier kommen wir nicht durch, ne? Hier hätten wir die Viecher wegschießen können. Naja, wir haben die auch so gekriegt. Ich glaube, das war damit die Höhle. Was ist denn das da hinten? Ach, gucke mal. Mirgo-Statue, Bettler. Um die Rekordverkäufer... kennen wir schon. Diese zeigt, wie man das Mitleid des Kunden erregt, indem man ihn aufs Erbärmlichste anfleht. Echte Tränen sind ein absolutes Plus. Dann haben wir noch die Mirgo-Statue gefunden. Und hier, was gibt's hier noch? Ach, hier geht's wieder raus, glaube ich. Da ist zu... Da ist gar nicht zu, da ist auch wieder so ein Spalt. Mit einem Büchelein. Der mürrische Hase. Es war einmal ein Hase, der hieß Mürrischer George. Ach, wie liebte er es, zu springen und zu spielen, alles zu erkunden. Eines Tages verließ er seinen Bau und war bereit für Abenteuer und wundersame Entdeckungen. Er hörte nicht auf seine Mutter und seine 74 Brüder und Schwestern, die ihn warnten, nicht von zu Hause vorzugehen. George zog los und suchte nach etwas Abwechslung für seinen karottenlastigen Speiseplan. Er entdeckte nicht nur nichts Neues, sondern fand bei seiner Rückkehr außerdem die Tür des Baus verschlossen vor. Oh nein, sagte er zu sich, die Tür des Baus ist verschlossen. Der arme, mürrische George hatte keine Wahl, als die nächsten 40 Jahre lang im Land umherzustreifen, bis er ausgemergelt und abgemagert zu vier Steintoren gelangte. Er wusste sofort, dass etwas Magisches an ihnen war. Sie würden ihm den Weg nach Hause weisen. Er ging durch das erste Tor und kam zu einem Dornstrauch, der in den nicht besonders flauschigen Schwanz des Hasen stach, als dieser sich umwandte. George ging durch das zweite Tor, das ganz mit Efeu bewachsen war, aber wieder passierte nichts. Durch das dritte Tor hüpfte er an einem abgebrochenen Baumstumpf vorbei und mehr geschah auch nicht. Schließlich aber durchschritt er das letzte Tor und dort fand er das Skelett einer seltsamen, riesigen Kreatur. Doch halt, dort war noch etwas. Auf einem Felsen lag ein großes, merkwürdig verziertes Ei. Er griff es mit seinen einst niedlichen Pfoten und hüpfte zurück zum Bau. Die Tür war zwar immer noch verschlossen, aber George wusste, was er zu tun hatte. Er musste das Ei in den großen Korb legen, der in der Nähe stand. Ich weiß, dachte er, ich lege das Ei in den großen Korb, der in der Nähe steht. Und als er das tat, der Rest der Geschichte scheint zu fehlen. Was? 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 Schweinerei! Ich will wissen, was passierte, als er das tat. Alter Geheimraum mit dem George, mit der George-Geschichte und dann sowas? Schweinerei! Ich will wissen, wie es mit George weitergeht. Ich hoffe, wir finden das andere George-Buch auch noch. Unfassbar. So, wir betreten wieder die Schneekugel in den Brunnen hinab. Müssen wir auch nochmal. Ich hoffe, da gibt es auch noch ein paar lustige Schattengeister. Oh, wie schön die Bäume hier voller Äpfel hängen und wir können sie nicht pflücken. Wo geht's denn dahin eigentlich? Da waren wir ja nur auch noch nicht, glaube ich. Über eine Brücke geht es. Und wohin führt uns diese Brücke? In das Sonnenlicht. Ach, ist das schön hier.
Hier ist noch eine Truhe. Was haben wir denn da? Auferstehungsfiole. Es ist immer gut, einen dieser unverzichtbaren Tränke dabei zu haben. Sollte eure Gesundheit den Nullpunkt erreichen, belebt euch die Auferstehungsfiole sofort wieder und verhindert die unangenehmen Begleiterscheinungen der Niederlage wie dem Verlust von Erfahrung und neuen Narben. Riecht auch leicht nach Lavendel. So, wir haben eine Wiederbelebungsfiole. Ich hoffe, wir werden sie nicht gebrauchen müssen. Und hier kommen wir nun wieder zur Schule. Da waren wir ja nur oft genug. Da müssen wir nicht wieder hin. Gelernt haben wir ja allemals genug. So, beziehungsweise in diesem Fall haben wir natürlich nicht in der Schule gelernt, sondern auf der Straße. Zusammen mit unserer Schwester Rose. Die arme. Die arme Kleine. Ich hoffe, wir dürfen zumindest noch ihr Grab besuchen. Ja, endlich wieder Farbe. Ich habe es mir in der letzten Folge gewünscht. Jetzt haben wir endlich wieder Farbe drin. Schöner wäre es natürlich gewesen, hätten wir die Einwohner retten können. Dann hätte man nämlich immer so eine Stadt dabei. Das heißt, wir könnten immer, egal wo wir sind, mal kurz in die Schneekugel tauchen, um da mal eben zu handeln oder uns zu erholen oder mal in der Schneekugel zu schlafen. Was bestimmt merkwürdig aussieht, wenn in der Wildnis eine Schneekugel liegt und da liegt ein Typ drin. Einfach so. Aber wie genau wir da reinkommen, das wissen wir eh immer noch nicht. In der nächsten Folge verlassen wir das gute Stück aber und dann geht's auch endlich weiter. Jawohl, bis gleich. Tschüss.